Guten Tag und willkommen auf Football Therapist, wo wir heute zu einer weiteren Folge meiner Serie über den Schweizer Fußball einen Special Guest haben, also Marco Schnöbli. Wie geht's dir? Geht gut, danke. Merci für die Einladung und hoffe, dir geht's auch gut. Jawohl. In der Schweiz bist du für deine lange und tolle Karriere als Profifußballer bekannt, aber das Thema von Video ist ja anders, nämlich bist seit 2 Jahren Talentmanager beim FC Luzern. In ihrer Rolle, die wir natürlich besprechen werden, aber davor möchte ich noch den Kontext von Video erklären. Also der sogenannte FCL ist in den letzten Jahren mit der Nachwuchsförderung sehr erfolgreich geworden. Dann folgen die Spieler an unter anderem der Sprung in die Elite geschafft. Der Ruben Vargas, Darian Malisch, Bradley Fink, wo früh zum Borussia Dortmund gewechselt ist. Filip Ugrinić, der gerade für IB unterschrieben hat. Und dazu noch der Marco Burch und Ardon Jashari, die noch im Verein sind, als wir jetzt diese Folge aufnehmen. Was interessant mit diesen jungen Spielern ist, ist, dass einige von ihnen aus anderen Kantonen als Luzern kamen, wie der Fink und Jashari aus Zug und Burch aus Obwald. Also meine Frage ist auch so, ist Scouting in der Nachwuchsabteilung mit der IFV, der Innerschweizerische Fußballverband und seine Kantone organisiert, oder wie ist es genau? Ja, genau, das ist die ganze Region Innerschweiz ist sehr gross. Das erstreckt sich über mehrere Kantone und von dem her ist das Einzugsgebiet schon relativ gross und das wird natürlich mit verschiedenen Standorten, wo wir haben, schon in den Nachwuchsabteilungen ganz tief gefunden, ab U12, U13 oder FE13, FE12, wie man heutzutage sagt, wo es eigentlich sehr gut oder sehr breit abgestützt ist mit den Standorten, zum Beispiel Schweizuri. Dann haben wir FCL Nord, ist mehr Richtung Sursee, Sempach. Dann natürlich die Stadt, Team Zuggerland, Kriens. Das ist relativ gross und breit abgestützt. Von dem her gibt es nicht nur Luzerner, die vom Kanton Luzern kommen, sondern das ist das ganze Team in der Schweiz. Und spielen Sie eben auch also, bei eurer Sportanlage oder spielen Sie eben die vom Sursee in Sursee? Oder, genau, der Standort Nord ist in Sursee. In Schweizuri haben wir noch einen, in Kriens ist auch noch einen. Und dann eben die Stadt Luzern, wo nur in Luzern auf dem Moment spielt. Und dann ist noch Team Zuggerland in Zug, wo das Einzugsgebiet von dort in Zug hat, weil das natürlich der Weg für das Training für die jungen Spieler etwas kürzer ist. Okay, und was lustig ist, dass wir beide Freiburger sind und genauso wie ein weiterer junger FCL-Akademie-Spieler, der Thomas Monne, der mit 16 Jahren seine Heimat verlassen hat. Also sind solche verpflichtende Ausnahmen oder versucht der Verein eben auch, also talentierten Spieler aus der ganzen Schweiz schon relativ früh nach Luzern zu bringen? Nein, das ist eigentlich nicht die Philosophie von Luzern. Das war wirklich mehr Ausnahme gewesen. Ich glaube, das war mehr auf Wunsch vom Thomas selber gewesen. Er hat gerne ein Austauschjahr machen oder 2 oder 3, um sich die Sprache zu lernen. Und jetzt ist es ein bisschen länger gegangen. Ich glaube, er war schon vor meiner Zeit da gewesen. Er ist, glaube ich, in der U15 oder in der U16 ist er zu Luzern gekommen. Und dann, jetzt hat er es bis in die erste Mannschaft geschafft. Jetzt war er leider gerade verletzt gewesen. Jetzt hat er das Kreuzband gerissen gehabt. Jetzt ist er aber wieder im Training dabei. Von dem her hoffen wir, dass er jetzt eine gute Saison wird haben. Ja, das hoffen wir auch. Und obwohl das Nachwuchsleistungszentrum vom FCL das einzige ist, wo du so weit geschafft hast, also als Talentmanager, weißt du vielleicht trotzdem, haben sich der FC Luzern bei der Nachwuchsförderung von den anderen Schweizer Profivereinen unterschieden? Ja, es ist aber sicher, wir haben die grosse Innerschweiz, wo die verschiedenen Kantone und Mannschaften beinhaltet. Was sicher ein Unterschied ist bei,
Wie Basel, die holen vielleicht schon ein bisschen früher Spieler von anderen Vereinen in den jüngeren Kategorien, wo wir einfach klar aus Luzern sagen, unsere Philosophie ist, dass wir mit den eigenen, eben nochmal zum Sagen, vom Team Innerschweiz arbeiten. Und manchmal gibt es Ausnahmen mit Spielern eben wie beim Thomas, wo eine spezielle Idee haben, was sie machen wollen, oder wo andere Spieler, die es irgendwo nicht ganz schaffen. Sei es jetzt vielleicht bei Basel oder bei Zürich, was so ein bisschen in der Region ist noch von Luzern, dass die dann bei uns anfragen. Und dann gibt es ein Probetraining und eventuell gibt es manchmal auch Ausnahmen, dass man so einen Spieler noch dazu nimmt. Und die Spieler, die ich vorher erwähnt habe, also der Burch, Yashari, Ubrinic, sowie Fink, Vargas und alles, sind alle Spieler, die neben ihre technischen Talente auch eine gute Spielintelligenz haben. Also und bei der besten Akademie in der Welt, wie bei der von Red Bull Salzburg, finden dafür regelmäßige Videoanalyse-Gespräche statt, also kollektiv sowie individuell. Ist es auch so etwas, wo eben auch in Luzern gibt, um diese Spielintelligenz zu fordern? Ja, definitiv. Ich finde das sehr wichtig. Das ist sehr ein gutes Werkzeug in dem Sinn, um einem Spieler aufzuzeigen, wo das er noch Fortschritte hat, was er noch besser machen kann. Vielleicht jetzt gerade mit der Positionierung und mit den taktischen Aspekten im Spiel oder auch im Training, dass man mit Videomaterial sehr gut arbeiten kann, um das am Spieler auch aufzuzeigen. Weil, wenn man auf dem Platz ist, hat man vielleicht manchmal ein anderes Gefühl, oder? Wo vom Verhalten oder von der Positionierung, und im Video kann man es genau schön immer stoppen, nachher führen und zurückspulen. Und das ist sehr, aus meiner Sicht ein sehr gutes Mittel, um dort die taktischen Aspekte oder eben die Spielintelligenz können zu fördern. Und nicht nur die Positionierung ist ja wichtig, also die Körperorientierung spielt sicher eben auch eine Rolle, so wie das Scanning, also der Kopfdrehen. Ja, das ist extrem. Das gehört auch dazu, oder sicher vor allem für die Zentrumspieler, wo die Vororientierung extrem wichtig ist, dass man alles genau weiss, wo ist der Gegner, wo ist mein Mitspieler, was gibt es für Lösungen in den verschiedenen Systemen, was ist die Schwachstelle von diesem System, was sind die Vorteile von diesem System. Und das ist, das braucht nicht nur die physische Komponente, es braucht sicher auch die mentale, die extrem wichtig ist. Und bist du eben also als Talentmanager dafür verantwortlich, solche Gespräche, also analyseorientierte Gespräche zu führen, oder? Ja, genau, das mache ich eigentlich relativ viel. Praktisch nach jedem Wochenende, wo ich mit den Spielern im Videobereich arbeite. Sei es jetzt im Einzelvideo mit zusammen am Laptop packen und die verschiedenen Szenen anschauen, wo gut waren oder solche, wo man noch besser machen kann. Oder wo man es einfach die Video zusammenschneidet und dann am Spieler schickt, dass er es im Selbststudium kann anschauen kann. Und bist du der Einzige, der dafür verantwortlich ist? Oder? Ja, der Teamtrainer macht es halt mehr so global im Team. Also eher kollektiv. Ja, genau. Die ganze Matchanalyse mit der ganzen Mannschaft. Je nachdem, zum Teil macht er auch Einzelvideo. Und ich mache mehr einfach mit dem Spieler individuell, wo ich die Videos anschaue und halt nicht mit der Mannschaft. Oder? Okay, und bist du eigentlich der erste Talentmanager, den Luzern eingestellt hat? Oder ist es eine Tätigkeit, die beim FCL schon vorher stattgefunden hat? Ja, das hat es bei Luzern schon gegeben. Ich weiß nicht genau, seit wann es das gibt, aber noch nicht so lange, wo das eingeführt worden ist vom Verband, dass der Post Talentmanager geschaffen worden ist. Aber der erste war Michel Renkli bei Luzern. Der zweite der Claudio Lustenberger und ich bin jetzt der dritte. Okay. Und also welche Altersgruppe hast du eben für diese Analysegespräche? Also ich vermute, du vielleicht fängst erst um die, also mit der U15-Mannschaft oder so. Ja,
Es ist nicht bei allen Vereinen gleich aufgestellt. Bei uns in Luzern ist es so, dass wir das Talentmanagement ab U18, U21 und die jungen Spieler, die in die erste Mannschaft kommen, die ich betreue. Und das ist ja, von dem her ab der U18, wo ich intensiver mit den Spielern auch im Videobereich arbeite. Ja, okay, natürlich wäre es ja ein bisschen früh vorher, finde ich auch. Und oder ist es etwas, wo vielleicht eben auch also künftig geplant ist, also mit jüngeren Spielen sollte ich Gespräche haben, also zum Beispiel mit der U15 und 18 auch, also noch vor der U18? Ja, es ist so, U16 wäre vielleicht möglich, aber ich finde, es ist halt gleich noch ein relativ langer Weg bis zum Profi. Und dort ist mehr der Teamtrainer, der das noch abdeckt mit dem Video. Im Kollektiv oder eben auch zum Teil im Einzelvideo. Und ja, ich bin dann meistens ab U18 eingeplant. Und das ist schon so, ja, für die Zukunft eigentlich weiter geplant, dass es ab der U18 so ist. Ja. Okay. Und sonst, worum es geht genau als mit dieser Begleitungsrolle? Also ich vermute, es ist ja nicht nur Analysegespräche zu führen. Du machst sicher auch etwas anderes dazu, gell? Ja, es ist relativ vielseitig, abwechslungsreich. Es fängt an von eben Videoanalyse mit Trainings auf dem Platz, die ich noch mache in den Morgentrainings. So ein spezielles Individualtraining mit dem Talent, das ich noch mache. Ich bin zum Teil bei der ersten Mannschaft dabei auf dem Platz. Ich bin verantwortlich, zum Schauen, dass es bei der Ausbildung läuft, sei es in der Matura, die sie machen, oder in der Lehre. Und ja, das gibt relativ viel Besprechungsthemen, vor allem mit den Zeiten, oder? Wenn sie müssen trainieren und dann wieder arbeiten. Und das ist manchmal noch schwierig, dass nicht nur verlangt wird vom Spieler, sondern dass man vielleicht auch mal eine Zeit einplant, wo er sich erholen kann. Weil das Lehren kommt auch noch dazu und das ist ja für so einen jungen Mensch zum Teil noch relativ viel und es muss einfach gut geplant werden. Und dazu kann eben auch noch der Druck kommen, also sobald sie für die erste Mannschaft spielen, also vor allem dieses Jahr hat ja die erste Mannschaft eine schwierige Saison gehabt. Also vielleicht ist es eben auch eine Chance für die jungen Spieler, die vielleicht eben auch mehr Chancen haben zu spielen, wenn der Verein so in den letzten so relativ tief in der Tabelle ist, oder? Ja, es kann ja oder nein sein, weil der Druck ist schon relativ gross, oder? Weil der Verein will alles machen, dass man in der Super League bleibt. Und dann, der Junge hat vielleicht noch ein bisschen weniger Erfahrung als ein anderer Spieler, der ein bisschen älter ist. Von dem her kommt es auch immer ein bisschen auf den Trainer drauf an. Jetzt, wenn man das Beispiel nimmt von Luzern mit dem Yashari, der seit dem im Januar praktisch jeden Match durchgespielt hat, ist natürlich super, auch für uns in der Nachwuchsabteilung zum sehen, dass wir Spieler entwickeln, die gerade auf Anhieb dem Druck überstehen können. Und das ist sicher ein sehr schönes Zeichen gewesen, aber sicher auch der Dank am Trainer, dass er den Mut gehabt hat, den Ardon von Anfang an aufzustellen. Und klar, seine Leistungen müssen stimmen und er hat das immer bestätigen können. Und dann spielt das Alter eigentlich nicht so eine Rolle, weil es gibt halt einfach im Fußball eher gut oder schlecht und nicht jung oder alt. Ja, ich sehe wie, aber ich hatte gerade gestern gesehen, dass, also gelesen, dass Luzern also der Super League-Verein, wo am meisten ihre junge Akademie-Spieler in der Saison benutzt hat. Also ist das eben auch mit der schwierigen Saison verbunden oder ist es eine Tradition, die eigentlich so viele junge Spieler in die erste Mannschaft zu nehmen? Ja, das ist definitiv das Ziel von Luzern, dass man so viele junge
eigene Junge vom Nachwuchs kann integrieren in die erste Mannschaft. Und das, ja, wenn man die Statistik angeschaut hat, wo rausgekommen ist, dass Luzern auf dem ersten Platz ist mit den Minuten, wo die Jungen gespielt haben, ist das natürlich, ist natürlich sehr schön. Auch ein gutes Zeichen an die anderen Jungen, die bei Luzern im Nachwuchs spielen, dass die Chance da ist, um in der ersten Mannschaft zu spielen. Okay, gut. Und aber nicht nur gute Spieler, sondern auch gute Trainer haben sich bei der Luzerner Academy entwickelt. Ich denke, hier denke ich vor allem an den Geraldo Seoane, der aktuelle Trainer von Bayer Leverkusen, der eben aus Luzern kommt und war während 5 Jahren zuerst bei der U18 und dann bei der U21 als Trainer tätig war. Also weißt du, wie der Nachwuchsförderung einen grossen Einfluss hat? Oder hat er zum Beispiel eine Ausbildungsmethodik entwickelt oder den Verein eher wie anders geprägt? Also für seine Direktspiel und seine Gegenpressing ist er eben bei IB und Leverkusen bekannt worden. Ich weiß nicht, ob das schon der Fall bei euch war. Ja, ich kann es nachher zu wenig beurteilen. Ich war dann noch nicht bei Luzern, als er Trainer war im Nachwuchs. Aber man hat sicher sehr positive Sachen gehört von ihm. Wie er war als Typ, sehr fordernd mit den jungen Spielern. Er hatte eine klare Idee vom Fußball, wie er spielen will. Und auch sehr akribische Trainer, wo immer alles genau bis ins Detail geplant hat. Und ich glaube, schlussendlich ist das der Erfolg, was er ausgemacht hat, dass er so akribisch geschafft hat und jedes Detail, das halt im Fußball entscheidend kann sein. Ja, also Leute, die im Verein arbeiten, sind ja nicht so überrascht, dass er den Sprung in der Bundesliga geschafft hat. Also. Ja, aber genau, ich glaube, das sagt schon alles aus. Die mit ihm gearbeitet haben oder näher erlebt haben, können das, glaube ich, noch besser beurteilen als ich. Aber das ist wirklich so das, was man gehört hat, dass er einfach schon von Anfang an das gewisse Etwas als Trainer gehabt hat. Und das hat er bis jetzt durchziehen. Natürlich muss sich immer weiterentwickeln als Trainer, mit der Zeit gehen, mit den Jungen können arbeiten. So ein bisschen das Gespür, das menschliche Gespür einfach haben. Und du wirst vielleicht eben auch eine gute Trainer werden, weil ich habe gelesen, dass du in den letzten Monaten einen Deal in ein Interimstrainer-Trio wie der U21 warst, also in einer Mannschaft, die gerade den Sprung in der dritthöchsten Schweizer Liga geschafft hat, wo nur einige Reservemannschaften der Schweiz spielen, also wie die von IB, Basel und Zürich, also eigentlich die beste Reservemannschaften. Also zuerst eine sichere Gratulation, gell? Und ist die Trainerbank der nächste Schritt für dich? Vielleicht. Das ist sicher das Ziel, dass ich dort noch ein Diplom machen kann. Es ist sehr spannende Erfahrung mit U21, in der Erstligasaison. Und dass wir jetzt den Aufstieg geschafft haben, Promotion League, ist natürlich ein schönes Erlebnis gewesen. Kurz eben, es waren 6 Wochen, als ich Interimsassistent war mit U21. Und das hat es schon spannend gemacht. Und das Gefühl auf dem Platz sein, an der Seitenlinie, dass es um etwas geht, ist schon spannend. Aus ehemaligen Spieler sowieso. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass es mal in die Richtung geht, dass ich auch Trainer werde. Okay, aber wahrscheinlich auch also neben deiner Rolle als Talentmanager oder wäre es ja zu viel, weil du bist ja sicher Vollzeit angestellt. Ja, genau, aber das wäre nicht möglich, wenn man beides machen will. Das wäre sicher entweder oder. Aber jetzt im Moment fühle ich mich sehr gut als Talentmanager. Es ist sehr interessant, es macht immer noch Spass. Und ich glaube, in den nächsten paar Jahren versuche ich da meine Diplom zu machen, so weit ich kann. Und dann schaue ich weiter, was es für Möglichkeiten gibt. Okay, schön. Und der David Siebung ist ja auch Teil dieses Trainer-Trios gewesen. Aber hat er eben auch vor, mal Trainer zu werden? Oder ist es einfach, hat er einfach
Golf, also ich meine, er ist ja mit der FCL sehr verbunden, also ich habe vermutet, dass er wird ja seine Vereine ja nicht so verlassen. Also ich glaube, er ist ja auch als Sportdirektor so etwas eingestellt, oder? Ja, genau, er ist Assistent vom Sportchef, plus noch als Goalie-Trainer im Nachwuchs ist er noch engagiert. Und also, ob er Trainer will machen will, weiß ich nicht genau. Aber ja, wir sind eben das Trio mit dem Mark Adams, wo Trainer war, und Dave Zibung und ich, Assistent war. Und ja, das hat sehr gut harmoniert. Und ja, ich glaube, das ist sicher auch Grund gewesen, wieso, dass wir ja, die Jungs dort hergebracht haben, dass sie die Leistung auf den Platz bringen und den Aufstieg geschafft haben. Ja, und eben dieses Trainer-Trio hast du vor dem Interview gesagt, ist ja nicht, also für die nächste Saison diesmal fest angestellt wurde. Aber zum Beispiel der Mark Adams hast du gesagt, wo bleibt er im Verein oder wie? Ja, genau, er ist dort T3, er ist so der Verantwortliche von U17, U16, U15. Und das macht er weiter. Aber er war ja nur Interims gewesen. Er ist da eingesprungen für die 6 Wochen. Und ja, das macht er weiter. Der Michel Renkli ist jetzt neuer Trainer von U21. Und eben der Assistent, der in U21 der wird kommen, ist noch nicht fix. Okay. Also, merci vielmals für das Interview. Es hat mich wirklich gefreut. Also, ich kann dir schon weiterhin viel Erfolg auf so wie neben dem Platz wünschen. Merci, danke. Hat Spaß gemacht, ist interessant gewesen und ja. Ja, und jetzt möchte ich einfach den Trikot aufhören.